Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Hearthstone im Spielen gewerteten Modus mit mir, dem Lean. Und ja, in den letzten Episoden habe ich ein bisschen, was soll ich sagen, das wird für euch alle unverständlich sein und für mich selber ist es das mittlerweile auch, aber was man einmal angefangen hat, das muss man auch zu Ende bringen, ne? Ich hätte es einfach nicht machen sollen, es war eine dumme Idee, aber jetzt habe ich damit angefangen, jetzt muss ich es zu Ende bringen und dementsprechend gibt es jetzt das nächste Basisdeck. In der letzten Episode habe ich das Druiden-Basisdeck gemacht und das war ebenso wie alle anderen auch nicht wirklich erfolgreich. Deswegen lösche ich das jetzt. Ich habe es euch nochmal gezeigt für alle, die es interessiert, in der letzten Episode und so weiter und so fort. Ich habe jetzt ein bisschen Interesse, ehrlich gesagt, auch wenn das jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge drin ist oder irgendwas mit Dailies zu tun hat oder was. Ich habe jetzt ein bisschen Interesse am Basisdeck vom Priester. Weil ich habe so die Ahnung und das Gefühl, dass gerade der Priester starke Basiskarten hat. Aber ein Blick in dieses Deck sagt mir schon, das wird ebenso schwierig sein wie die anderen. Vor allem, wenn ich den sehe, wenn ich das sehe, wenn ich das hier sehe, dann sagt mir das schon, das wird eine schwierige Nummer werden. Ne, das wird eine schwierige Kiste, aber ich sag euch, das machen wir jetzt und da habe ich eventuell mal Glück, dass ich mal mit dem Basisdeck gewinne auf Rang 17, dann kann ich eben sagen, hier, guckt mal, zieht euch rein, Basisdeck, ja, da muss man ja auch mal erstmal einer nachmachen, ne? Spaß beiseite. Ihr dürft das nicht immer so ernst nehmen, was ich erzähle. Ne? Manchmal alber ich auch ein bisschen rum. Ne? Das ist manchmal so. Ich meine, grundsätzlich möchte ich euch keinen Quatsch erzählen, aber manchmal habe ich halt Lust, ein bisschen rumzukaspern und dann kommt halt nur Käse vorne raus. Da passiert halt mal. Ne? Aber das ist doch schon mal ein bisschen solider als das, was wir von den letzten Basisdecks gesehen haben, oder? Komm. Auch eine gute Starthand. Da kann man doch wohl nicht meckern. So, und ich mache hier direkt Combination. So, hier, das, bumm, und Karte gezogen. Here we go. Und selbst wenn er will, kann er die jetzt sehr wahrscheinlich nicht so schnell kaputt machen. Mir fällt zumindest keine Karte vom Priester ein. Ja gut, er kann es silenzen. Ja, okay. Er kann es silenzen, das geht. Ja, das geht. Sofort. So. Na gut. Sofort. Ach, wird das wieder ein Handlock sein? Mit den vielen Giants und so. Ach ja, es ist wieder ein Handlock. Okay, Freunde, das wird ebenso hart wie sonst auch. Alter Schwede, das ist nicht nett. Dann machen wir das jetzt mal so, dass er die nicht kaputt kriegt, ne? Und machen so. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Sonnenbrunnen läutern! Sofort. Ja, Junge. What's the going? Boots, ne? Und eine Dunkelbombe, alles klar. Ja. Gut. Sehr gut. Vorwärts. Wie gesagt, mir kommt das so vor, als wenn die Basisdecks, dass man am Anfang ein leichtes hat, die auf so, sagen wir mal, zwischen 10 und 15 Leben runter zu boxen, ziemlich leicht, ohne dass man selber was verliert. Manchmal sogar noch lower, dass man unter die 10 die runterhaut, aber dann ist Schicht. Also dann ist Schicht. Das sind die übelsten Early Game Decks, habe ich so das Gefühl. Aber es reicht halt nicht, um den Gegner kaputt zu raschen, ne? So, echt fraglich. Da ist die zweite Eule. Eule ist vorbei, ne? Gibt keine Eule mehr.
Detradies, alles klar. Hätte aber auch schlimmer treffen können, ehrlich gesagt. Jetzt mache ich den so und so. 6 Mana. Yeti und den Heiligmann. Ich meine, es ist ja trotzdem ein Dude, ne? Den kann man auch mal heilen. Weltliche Ängste, alles klar. Oh, hat ja eben. Das war mir jetzt. Also, das ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Ich frage mich. Da geht's los. Riese, hast du nicht gesehen. Der will die aufspotten, ne? Ich sehe das schon. Der will die spotten. Schlingel. Finde ich ja nicht so geil, ne? Come on, buddy! Come on! Schatten, 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 Ding. Ich habe meine Beute. Alter, wie er abgeht. Oh no. Ja, Freunde der Nacht. Was mache ich da? Ich bin ziemlich. Ich habe ein ziemliches. Ne? Ziemlich. Ziemliches Problem. Ein ziemliches Problem. Vor allem, ich weiß ja, dass er einfach mit so einer Schattenscheiße hier mir, Entschuldigung, mein ganzes Board kaputt machen kann. Indem er einfach einen der Riesen opfert. Und er hat ja genug. Alter, das ist auch eine richtige Challenge, ne? Da kann man auch mal machen, eine Challenge, gewinn ein Spiel oder gewinn 3 Spiele mit dem Basisdeck. Schafft keiner. Mit Videobeweis, ne? Einfach schreiben in die Kommentare. Ja, ja, easy, mach ich jeden Tag, ne? Zählt nicht. Ne? Mit Videobeweis. Und ich möchte, dass ihr dann sagt, ja, hier, das ist der Videobeweis für ein Lean, ne? So hier. Ich zeig euch, wie das geht. So. Und dann bin ich auch beeindruckt, ziehe meinen nicht vorhandenen Hut und sage, geil. Richtig geil. Ich bin auch der Erste, der kommentiert. So. Aber, das wird nicht passieren. Das sage ich euch so. All in. Schattenflamme vorbei, ne? Was soll ich sagen? Es ist traurig. Ich mir gedacht, komm, vielleicht geht es mit dem Priester ein bisschen besser, ne? Priester ist ja grundsätzlich ein sehr, sehr starker Held, der starke Basisgeschichten hat. Starke Heldenkarten auch. Mich ab. Aber... Da ist sie. Ein 3-1er Dude geopfert und das ganze Board ist Opfer, ne? Ja, ja, komm. Das war klar. Das überrascht mich überhaupt nicht. Bam. Macht mich Fritte jetzt, ne? Wer wagt es, mich zu beschwören? Was der da noch abgeworfen hat, ne? Legendary heißt der Typ.
drauf geguckt, ne? Komm, ja! Schnell, schnell das nächste Spiel hinter mich bringen, ne? Das ist ja eine Qual hier. Darf man mal wieder zu den richtigen Episoden kommen, ne? Das ist ja, also... Mann, 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 aber das ist schlimm mit dem Lean, ne? Das ist schlimm mit mir. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das auch zu Ende, ne? Das ist schlimm, das ist fast ein Zwang, kann man sagen. Das ist übertrieben, ne? Wenn ich gar keinen Bock habe, dann lasse ich es bleiben. Aber im Prinzip ist es so. Wenn ich mir mal vorgenommen habe, dann mache ich das auch zu Ende. Weil ich hasse das, ne? Dann erzähle ich irgendwas im Video und dann muss ich das in der Regel auch einhalten. Außer ich vergesse das, ne? Oder kommt was Krasses dazwischen. So. Jaina, ne? Hier. Same Presidius. Zack, zack, zack. Schwuppdiwupp. So. Oh, gucken. Hahaha, oh? Dankeschön. Ist das jetzt etwa... Was ist das hier? Was hat da vor? Man weiß es nicht. Stellt schon die richtigen Fragen. Was willst du? Manly. Karten ziehen will er. Boah, ich mache jetzt den ultra krassen Move. Ja. Hier. Ein Schuss, ein Treffer. Ja. Heil mich dann. Ja. Ultra krass. Sofort. Zeit zu töten. Das ist der Basis-Deck-Style, ne? Das Dingo! Ja! Jing Dong. Das Ding Dong. Hör mal, das ist doch hier ein Schattenwort-Schmerz wert, oder nicht? Würde ich sagen. Und, boah. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Zeit zu töten. Ich werde es versuchen. Ich will auch nicht schon wieder alle Karten raushauen, die ich habe, ne? Das ist immer so eine Sache. Kommt ein Flammenstoß, ein Blizzard, ein was auch immer und dann ist es vorbei, ne? Und der sieht mir schon so ein bisschen Freeze-mäßig aus, ne? Ich glaube, der hat den Blizzard schon auf der Hand und er freut sich schon auf den nächsten Zug. Gleich, Junge, gleich. Hau ich dir den Regen um die Ohren. Das hat er schon im Kopf, ne? Oder? Na, das heißt nichts, ne? Und nur weil er den weggepinkt hat, heißt das gar nichts. Sofort. So, sofort. Erstmal Karte gezogen. Geheilt. Aha. Ist natürlich auch nicht so cool, den zweiten Spott drauf zu hauen. Vielleicht hätte ich den auch machen sollen, aber das ist wieder so. Die Blutelfenklerikerin ist auch so ein bisschen so Secret Damage, ne? Dass er sich denkt, ja, der mit dem traden und dann buffst du den nochmal plus eins und dann ist für ihn alles, ne? Die ganze Rechnung vorbei. So ein Lacker! Das ist dann immer schön. Meine Magie wird euch in Stücke ja, ja. Gut gespielt. So ein Lacker. Flame ist Streikes, ne? Mal ein bisschen aufpassen. Zeit zu töten. Meine Magie, meine Magie. Der Yeti überlebt den Flamestrike. So ist es. So, was ist das jetzt für ein Geheimnis? Mit dem schlechtesten Dude probieren wir es aus. Hat jemand den Arzt gerufen? Okay. Das ist es nicht gewesen. Was hat er vor? Manly. Ich weiß, du machst mich gleich fertig, aber... Wer weiß, was
für Geheimnisse wir lüften. Mill. Ich habe genau das, was ihr braucht. Kampfschrei entdeckt einen Zauber. Oh, man. Und er entdeckt noch einen Zauber. Alter Schwede. Ich habe genau das, was ihr braucht. So, jetzt muss ich rechnen. Also, der kriegt jedes Mal plus 3 Angriff, wenn er Schaden kriegt. Das heißt, das ist 2 Damage, mache ich drauf. Bam, 3, dann sind da 5. 7. Ja, ist tot, ne? Geil. Geil, Junge. Das könnte natürlich auch ein Eisblock sein. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Zeit zu töten. Gut gespielt. Du musst dich schnell entscheiden. Manly. Ich dachte echt, da kommt ein Flamestrike. Nein, Manly. Sei doch nicht so. Habt ihr doch nichts getan, oder? Hallo. Hör mal. Ich war immer so nett zu dir. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ja, ja. Flamestrike into Trady Parade und das war, ne? Mit 3 Leben. Alter. Ist jemand verletzt? Oh yes. Hat jemand den Arzt gerufen? Das Dingo! Ja! Vorwärts! Ich bin noch im Rennen, Freunde. Ich bin noch drin. Ne? Gegen so ein Deck. Oh man. Noch bin ich drin, noch bin ich drin. Er macht mir wieder alles kaputt. Komm. Manly. Manly. Blauer Drache. Dragon. What the? Oh, komm! Ich möchte eigentlich erst die Karte ziehen. Wer weiß, was ich Geiles ziehe, ne? Habe ich keine Mana dafür? Na, okay. Vorwärts! Vorwärts! Gut gespielt. Es tut mir leid. Nein. Was tut er?
Schaf bestimmt. Oh. Oh. Manly, du hast mich. Du hast mich. Ich sehe so alt aus. Also im echten Sinne, aber auch im Sinne des Spiels. Ich habe meine Beute im Visier. Manly, du Schlingel, da hat er mich gekriegt, ne? Was soll man sagen? Schade! Also ich hab echt, das sah echt gar nicht mal so übel aus, oder? Ah, Mann, bestimmt habe ich auch noch irgendeinen Fehler gemacht und deshalb nicht gewonnen, ey. Wie super ärgerlich das schon wieder ist. Naja, Basisdeck Priester. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen zumindest gefallen und ihr konntet ein bisschen lachen oder so. Gut, und dann bis zur nächsten Episode. Tschüss. So, erstmal löschen hier. Tschüss.